Da ist er wieder. Der Aal ist im Café drin. 700 Ocken. Das ist aber auch natürlich ein Monsteraal mit über 5,7 Kilo. Sehr, sehr selten, dass man sowas bekommt. Aber die Chance besteht. Und wir waren jetzt zuletzt im Stream auf alle Fische an der alten Festung. Und da wurden auch Aale gefangen. Ab zum Spot, wir testen's wieder. Alter. So, guten Morgen erstmal. Wir gehen erstmal direkt hier an Ort und Stelle. Es ist 20 Uhr, gute Uhrzeit also, um direkt erstmal auf Aal zu gehen. Ich schnapp mir hier meine Fiederrouten für diese Aktion und wir schmeißen genau Fischfetzen raus und Tauwürmer. Gucken wir gerade mal eben vom Setup her, wie das denn gleich so aussieht. Ist das denn alles eingestellt richtig? Nee, nicht so ganz. Gerade fürs Wettangeln auf alle Fischarten habe ich natürlich hauptsächlich kleinere Haken verwendet. Wenn man da in so einem Wettbewerb ist, will man ja hauptsächlich nur, dass man den Fisch fängt. Und da ist es ja egal, welche Größe der hat. Deswegen schön auf die kleinen Haken gegangen. Und dann, ja, Hauptsache einen oder eine weitere Fischart quasi rausziehen. 20 Fischarten haben wir hier drin. Gar nicht so easy, die alle rauszuziehen. Vor allem dann eben sowas wie Aal und Wels. Das ist natürlich dann besonders tricky. So, Vorfach mit 13. Ich finde, das ist schon ganz okay. Das können wir so lassen, 13 Kilo. 6er Haken wäre auch schon eine Option. Aber auch da gehe ich gerne ein bisschen größer rein. 1er Haken, 4er Haken finde ich, das ist eigentlich ganz fair. So, das machen wir mal beides für die Fischfetzen. Ich klippe jetzt hier nicht. Ihr seht, ich werfe eigentlich genau an die Kante. Zack, genau an diese Kante hier. Und dann sinkt das Ganze ja nochmal ein bisschen ab. Bremse könnten wir, ja, wobei das müsste eigentlich passen auch mit 13 Kilo. Bremse könnte ein bisschen, hier auf jeden Fall ein bisschen runter. So. Dann haben wir das und das. Und als dritte Route, hier hätte ich gerade noch die, die Köderfischmontage, ändere ich aber auch ab. Wobei, man könnte natürlich auch in der Nacht mit dem Frosch versuchen, ne? Wir könnten das auch mit dem Frosch versuchen. Dann müssten wir allerdings warten. Ich meine, das Wetter ist jetzt gerade sehr praktisch, es fängt auch noch an zu regnen. Sollen wir es mit dem Frosch versuchen? Könnten wir eigentlich machen, ne? 15 Kilo Vorfach, ich gehe da ein bisschen größer rein. Auch hier dann lieber einen 1er Haken. Und den Frosch. Wie gesagt, da müssen wir ein bisschen warten. Und zwar so lange, bis es halt richtig schön dunkel ist. Ich sag mal Minimum so 23 Uhr, weil ich ja nicht hier aus bin auf Hechte, sondern dann doch hier nur den Aal haben will. Und bis dato beißen dann halt auch locker mal eben die Hechte, ne? Also, dann machen wir hier den Tauwurm drauf. 1er Haken groß Tauwurm. So. Auch so an die Stelle. Perfekt. Und dann kommt da gleich der Frosch hin. Ansonsten natürlich klassisch. Man kann hier auch, wenn man schon mal es probieren will, sich sehr gut mit dem Mistwurm hinstellen. Ich hatte auch einen Aal, ich hatte zwei Aale beim Wettangeln, ich hatte auch einen Aal hier unten von der Brücke aus, und zwar von der Kante, direkt hier so flach in den vorderen Bereich auf, war das Tauwurm? Ich hatte hier Tauwurm, Mistwurm und Regenwurm drin. Also auch hier scheinen die Aale gerade zu sein und vor allem natürlich gerne bei so einem regnerischen und tendenziell eigentlich eher bei einem kühleren Wetter. Es ist gerade recht warm, aber immerhin setzt noch ein bisschen Regen ein. Ja, durchaus eine Option oder durchaus die Chance, dass wir dann bei diesem Wetter hier Aal fangen. So, Giebel geht erstmal rein. So, natürlich erstmal guten Tag sagen hier im Chat. Wenn man hier schon einfach sich so reinschleicht und anfängt zu angeln. So, ein bisschen rumzuppeln. Genau, ja, also tendenziell
verschiedenste Möglichkeiten und verschiedenste Spots. Die wichtigsten Spots, das hier ist natürlich einer der wichtigsten Spots. Dann haben wir hier oben an der Stelle, hier sind diese Seerosen. Da stand ich zuletzt auch schon mal kurz vor 21:67. Das könnte so 23 ungefähr sein, wo so diese Seerosen sind. Also in diesem Bereich hier vorne. Auch das ist nochmal ein wichtiger Spot. Und natürlich, da gibt es auch einige Beiträge auch schon im Discord dazu, zu den verschiedensten Spots. Einmal hier unten am Camp oder ein bisschen weiter drüben. Vielleicht auch einfach mal reinschauen. Der Link zum Discord ist unter dem Video und in der Beschreibung drin. Da gibt es, wie gesagt, jede Menge Stellen, die man eben fürs Aalangeln einfach auch wieder neu testen muss. Es ist halt nicht so, dass es wirkliche Spots gibt, die halt immer richtig schön aktiv sind, wie beim Brassenangeln, sondern es sind einfach Stellen, was haben wir da dran? Schläfergrunde. Es sind einfach Stellen, die habe ich beim Turnier lange gesucht, ey. Es sind einfach Stellen, die immer mal funktionieren können, wenn die Bedingungen, das Wetter und so weiter, wenn das alles stimmt. Und es ist beim Aal einfach noch jede Menge Luck. Absolutes Glück. Also da kannst du auch machen, was du willst. Das muss einfach alles passen. Und die Chance, wie gesagt, einen Aal zu fangen, ist sehr, sehr gering. Also wirklich ein absoluter Luckfisch. Von daher macht es halt so wenig Sinn, so gezielt auf Aal zu gehen. Naja, beziehungsweise zu sagen, ach komm, diese Nacht fange ich jetzt mal ein paar Aale. Das ist einfach zu wenig Chance, ne? Und wenn man dann auch noch so eine Trophy fangen will, auch da ist die Chance natürlich sehr gering. Nichtsdestotrotz, die Chance besteht ja, auch wenn sie gering ist. Und wenn man dann natürlich direkt mit schönen großen Haken da reingeht, dass man auch die großen Brocken fängt, ja, dann hat man vielleicht noch eine etwas höhere Chance auf die großen Brocken. So, wir sehen jetzt hier, der Frosch treibt sein Unwesen. Der schwimmt da jetzt halt die ganze Zeit hin und her und versucht da jetzt irgendwie zu entkommen. Den haben wir ja da schön an der Schnur am Haken. Ja, und jetzt heißt es hier natürlich, ne, das Wetter passt, also so leichtes Regenwetter. Wir warten mal ab, dass es jetzt vielleicht ein bisschen kühler wird. Vielleicht kann das jetzt so bis 4 Uhr morgens tatsächlich noch dauern. Schauen wir mal, ob sich das denn hier heute noch gelohnt hat. Zack, und da ballert es rein. Guck mal da, da tipselt man noch gerade und schon ballert da was rein. Und zwar der erste kleine Aal. Da ist er. Immerhin schon mal ein gutes Zeichen. Der erste Lüde ist da. Und auch ganz typisches Anbeißen. Wir schmeißen mal schnell wieder raus. Ganz typisches Anbeißen. Und zwar auf, ja, so Attacke. So zack und rein und gib ihm. Also das ist halt häufig so. Und bei den Großen, da muss man dann natürlich auch fast schon ein bisschen aufpassen. Die Bremse sollte nicht zu hoch eingestellt sein, denn die hauen halt mal direkt richtig ab, wenn die halt reinballern. Ja, und wenn man da die Bremse zu hoch hat, kann das schon mal zum Abriss führen. Gutes Zeichen, gerne der Nächste. Na, da zuppelt es und zuppelt es. Es ist aber hauptsächlich jetzt der kleine Fyrosch. Ja. Der zuppelt hier immer wieder dran rum. Ich werfe den noch mal ein bisschen weiter aus. Der schwimmt mir hier so nah vorne hin. Oder es sieht einfach nur so aus. Ich werfe den mal so ein bisschen weiter hier in diese Nische da vorne. Oder so, genau. So. Bremse auch hier noch mal ein bisschen weiter runter, dass er dann gegebenenfalls richtig abziehen kann. Und nochmal dran zuppeln. Ja, also wettermäßig gerade richtig gut. Wir haben es jetzt schon mittlerweile unter 10 Grad. Es kann gerne noch kühler werden. Gucken wir gerade nochmal eben rein. Ja, und das ist natürlich ein Traum, ne? Das würde bedeuten, wir könnten hier konstant durchangeln. Und hätten dann am Ende auch noch mit 15 Grad einen richtig, richtig kühlen Tag, wo man vielleicht nochmal eine höhere Chance hat, dass man dann hier, also in 3 Stunden ungefähr, dann nochmal besser irgendwie Aal fängt. Ja, nicht schlecht. Solche Phasen sind natürlich immer mal wieder da, aber es reicht eigentlich auch so ein ganz klassisches Regenwetter. Es ist einfach nochmal eine höhere Chance, dass man was fängt. Wenn allerdings kein Regenwetter ist und es ist einfach vielleicht bewölkt oder ein bisschen kühler, auch dann hat man noch eine ganz gute Chance halt für den Aal.
Letzten Endes ballern die aber auch so mal rein. Ne? Wie gesagt, die Chance ist allgemein sehr gering. Ähnliches gilt natürlich dann auch für so Futtermischen. Da gibt es natürlich immer mal wieder so Futtermischen, die speziell für den Aal sein sollen. Aber auch da ist es so, also die Wahrscheinlichkeit oder die Wirkung ist halt immer sehr schwer zu testen. Läuft der Aal sowieso? Hätte man den Aal sowieso in der Nacht zufällig gefangen? Oder fängt man mit der Futtermische wirklich in der Nacht auf einmal 3, 4 Aale mehr? Das ist halt wirklich immer so ein bisschen schwierig zu testen bei Fischen, die halt eigentlich keine Frequenz haben und die man halt eigentlich schwer beeinflussen kann. Ne? Theoretisch soll dieser Fisch auch beeinflussbar sein. Das heißt, auch da vielleicht mal im Discord gucken, da gibt es eine Rubrik für Futtermischen. Auch da gibt es eine Futtermische. Da sind dann eben so Sachen drin wie Tran, also so Fischöl und sowas alles. Alles, was so ein bisschen, oder auch so Feedpellets kann man mit reinmachen. Fisch und Fleisch, sowas in der Kombination. Kann man alles testen, kann man alles reinschmeißen. Letzten Endes, ja, beeinflusst es halt natürlich aber auch den Spot, ne? Und ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig mit Futtermischen, wenn doch der Aal schon so reinballert. Ja, kann man doch auch das Glück haben, dass dann die großen Brocken auch so reingehen. Ich habe bisher äußerst selten Aalfuttermische verwendet. Wie gesagt, ich will die Spots eigentlich so nicht manipulieren sozusagen. Beziehungsweise vielleicht noch irgendwie was verscheuchen. Tagsüber, jetzt wird es ja auch langsam hell, tagsüber muss man natürlich auch Gas geben, dass man was rauszieht. Ich hatte zuletzt auch schon mal einen Aal, wie gesagt, hier oben wieder gefangen. Da kann man sich natürlich auch hinstellen, einfach dann nur wieder mit Mistwurm. Oder man angelt konstant durch hier in dem Bereich oder hier 21,67 konstant durch mit Tauwurm. Auch das ist natürlich eine Option, ne? Das heißt, man stellt sich eh hier hin, auch hier an der Stelle ballert es ganz gut rein, einfach nur auf Tauwurm. Man angelt quasi den ganzen Tag über, nimmt den großen Tauwurm und zieht dann aus Versehen vielleicht sogar noch einen Aal raus. Wenn man allerdings hier mit Level 12 schon direkt ist, was ja eh schon keine gute Idee ist, sofort hier hinzugehen, dann braucht man vielleicht dann doch eher vielleicht einen Viererhaken und Mistwurm nur, das reicht dann völlig und dann versucht man hier Giebelkarauschen und Schleien zu fangen. Dann ist die Chance, dass da eine große Amur reingeht oder einen Schuppenkarpfen nicht ganz so groß. So, jetzt haben wir es 4 Uhr, so langsam kann da gerne noch was reingehen. Gucken wir mal, ob wir auch diese Nacht oder diesen Morgen in den Morgenstunden hier nochmal irgendwas rankriegen. Im, ja, ich sag mal, mindestens über Kilo-Bereich. Und da zuppelt es tatsächlich. Das kann natürlich jetzt schon ein Hecht sein. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da? 5 Uhr morgens. Tatsächlich, ey. Bam. 2 Kilo Hecht. Alter Falter. Jetzt guck dir das an. In den frühen Morgenstunden schon. Da ballert er schon rein, der Hecht. Ei, ei, ei. Keine 5 Uhr und dann geht es schon los. Ein bisschen teste ich allerdings trotzdem noch. Ah, da ist er schon, der Hecht. Verdammt. Naja, so ist es halt. Ne? Sobald es hell wird, dann geht das los mit den Hechten. 4 Uhr noch was hatten wir. Ich warte allerdings trotzdem noch ein bisschen länger. Ich sag mal so, ab 6 Uhr ziehe ich dann tatsächlich ganz raus. Dann wird es mir echt ein bisschen zu knapp. Wahrscheinlich geht es jetzt gleich auch wieder wild weiter mit den Hechten. Aber vom Vorfach her ist es ja so, das hält eigentlich ganz gut aus hier. Wir haben 15 Kilo drauf. Das heißt, so ein, ja, ich sag mal, so ein 5-6 Kilo Hecht sollte ich eigentlich noch rausziehen können damit. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas Großes jetzt hier reingeht, ist jetzt nicht ganz so groß. Vor allem habe ich jetzt einen 1-0er, nee, einen 1er Haken nur drauf. 1er Haken für ein Hecht ist jetzt auch nicht so gewaltig. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass mir jetzt hier gerade auch an diesem Gewässer ein Hecht hier was durchbeißt. Von daher ziehe ich da jetzt einfach noch ein bisschen durch. Die Stunde machen wir jetzt gleich noch voll bis 6 Uhr. Zack, tatsächlich doch noch einer. Na, nochmal ein Hecht. Und komm ran hier. Und nochmal ein kleiner Hecht. Okay, nun reicht es auch. Wir haben 6:30 von der Zeit, reicht also völlig.
Bedeutet, wir bauen das Ganze hier direkt wieder um auf die ganz klassische Montage. Vorfach wieder drauf hier. Auch hier gehe ich gerne so um die 13 Kilo hier mit rein. Und dann nehmen wir wieder den 1er Haken und Tauwurm. Und raus damit. Zack. Und dann gucken wir mal, ob hier noch was geht. Ansonsten von der Uhrzeit her ist es auch so langsam vorbei. Man kann natürlich noch so bis 9 Uhr oder sowas, 10 Uhr sich hier hinstellen. Aber irgendwann ist natürlich auch vorbei mit dem Aalangeln. Na, das ist ja ein Ding. Frisch rausgeworfen. Und da hat jemand sofort Bock drauf. Das ist ja schön. Guck mal da. Ja, so mögen wir das. Das siehst du, das ist produktiv, das ist effektiv, das bringt XP, das bringt Kohle und das macht Spaß. Und es ist nicht so langweilig. Einfach hier auf Schleien angeln und sowas. Und wenn dann zwischendurch mal ein Aal reingeht, ist das ein netter Bonus. Aber dieses gezielte Aalangeln, Katastrophe. Also, Petri, ihr Lümmels, vielleicht habt ihr ja auch Glück. Wie gesagt, beim Wettangeln ist hier fast 2 Kilo reingeballert. In den Chats oder in den Rekorden sieht man da auch dicke Brocken. Also, möglich ist es. Schaut euch auch die ganzen anderen Spots an. Wie gesagt, Link zum Discord ist unterm Video. Und dann zieht raus die Brocken. Und noch wichtiger, versucht den Aal als Beifang zu fangen, versucht andere Fische hauptsächlich zu fangen und wenn dann nachts halt zwischendurch mal der Aal reingeht, dann macht man auch Kohle. Petri, bis zum nächsten Video. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Dankeschön, bis dahin. We'll be right back.